Ja, wir haben hier den Prospekt Edeka. Ja, was hätte es dieses Jahr gegeben? Ja, erstmal hier die fette Aufschrift, natürlich über die Preise, dass man nicht so viel zu den Preisen sagen kann. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist der Verkauf von Pyrotechnik verboten. Wir bitten um Verständnis. Nee, da habe ich kein Verständnis, ihr Wichser. Ihr hättet lieber irgendwelche andere Scheiße verbieten können. Naja, wir haben hier die Sky Booster oder die Booster, auch Future Rockets sollen die wohl sein. Ich hatte die im letzten Jahr, die sahen für mich nicht aus wie die Future Rockets, deswegen, ja, wäre aber trotzdem eine Kaufempfehlung gewesen. Ein Verbund, ja, daneben noch ein Verbund, den habe ich mir einfach mal mitgenommen, weil der ganz süß aussah, das ist auch wirklich nur so ein kleines Ding. Ja, war ganz cool eigentlich, für einen Zehner. Dann haben wir hier die Firebeat, daneben die Galaxy Force für 3 Euro, dann Meteor Rain, ja, 7 Euro ist ein bisschen viel, finde ich. High-End und so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit Licht. Cool. Dann haben wir hier oben zwei Verbünde. Werde ich auch nicht weiter drauf eingehen. Extrem teuer auch. Man sieht schon hier irgendwas mit 70 und hier irgendwas mit 50. Dann haben wir hier unten noch. Oh, doch hier. Noch einen mit 40 Euro knapp. Ja, Sky Deluxe. Irgendwie. Achso, das ist für die. Nee, keine Ahnung, wozu die Preise sind. Hier ist irgendwas, was auch weg ist, jedenfalls. Ja, eine Wunschrakete ist ein bisschen zu teuer gewesen oder wäre zu teuer gewesen. Ja, die gibt es auch deutlich günstiger. Also ein Euro ist das schon ein krasser Unterschied. Zumal es eine ganz normale Rakete mit Zerleger ist, nur mit einem Schlitz und einem kleinen Zettel da drin. Also, naja. Dann haben wir hier das. Achso, eine Wunschrakete war das. Das Next Level, zu teuer. Dann haben wir hier das Flying Legends. Sind alle ohne Zerleger. Ja, sehen aber ganz cool aus an sich, die Raketen. Aber nichts Besonderes. 10 Euro ist da nicht gerechtfertigt. Ein Fünfer wäre da schon eher was. Age of Light, ja. Kann ich nichts zu sagen. Hier haben wir Master of Rockets, 27 Raketen für 20 Euro. Da haben die Grünen, glaube ich, keinen Zerleger oder die Blauen haben keinen Zerleger. Auf jeden Fall habt ihr Zerleger und zerlegerfreie Raketen da drin. Und bis zu 90 Meter Steighöhe, das glaube ich eher weniger. Ja. Dann haben wir hier Kubis, 15 Stück für 7 Euro. Hätte ich mir sogar geholt diesmal. Hot Boom ist ein bisschen teuer. Klar, ihr habt hier eine D-Böller-Kette drin. B-Böller, D-Böller, Cracker, Super-Böller, Super-Böller 2, aber ist, ja, für einen Zehner wäre es eher was. Dann haben wir hier noch ein bisschen Jugendfeuerwerk-Pyro-Kits. Ja, nur in teilnehmenden Märkten mittlerweile die Dings, die Anmerkung. Ja, ist zu teuer. Wunderkerzen für 3 Euro ist auch zu teuer, auch wenn es XXL sind. Ne, 5 Wunderkerzen so rum für 3 Euro. Habe ich das nicht so gesagt? Ach, egal. Wachsgießen gehört traditionell dazu, ist klar. Dann haben wir hier ein schönes Set. Die Anordnung ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, der Preis war auch extrem hoch bei diesem Set hier. Ja. Dann haben wir hier die Super Shooter. Hätten wir gehabt. Ja, 10 Euro. Irgendeine Batterie kann ich nichts zu sagen. Dann hier. Da weiß ich nicht, ob das Verbot da auch greift, weil eigentlich ist ja Cut 1 erlaubt. Ja, ich nehme mit dem Handy auf, deswegen mache ich jetzt ein bisschen. Die wären auf jeden Fall cool gewesen, aber der Preis ist dann doch schon etwas happig, muss ich an der Stelle sagen. Ja. Ihr habt hier 2, 4, 5 Vulkane drin oder 3 Vulkane, 2 Fontänen. 7 Euro ist, ja, bisschen viel. Aber klar, man muss ja jetzt gucken, was man nimmt, weil Cut 1 ist im Moment noch erlaubt. Ich war auch eben im Netto, habe auch leider nichts mehr bekommen. Was soll ich mit Knallerbsen? Habe ich liegen lassen. Dann haben wir hier Looping. Ja. Bisschen Partyartikel, also Duftschlangen, Knallerbsen, Wunderkerzen, Brummer. Ja, also nichts Besonderes. Alles, was du in anderen Paketen auch findest. Eine Konfettikanone. Nochmal ein Verbund hier oben. 96 Schuss, 29 Euro 23, der Airbeat. Und der Big Bang, 20 Euro. Ja, auch nicht so das Berauschende. Das war's dann auch leider schon wieder. Abonniert doch gerne meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Das Video habe ich erstellt, genau wie die anderen, einfach nur, um zu sehen, wie sich der Preis in den nächsten Tagen entwickelt, beziehungsweise im nächsten Jahr entwickelt, ob er steigt, fällt oder gleich bleibt. Ich gehe mal davon aus, persönlich, dass es eher steigen wird, weil die Hersteller oder die Vertreiber jetzt auch wieder das Geld irgendwie reinholen wollen. Ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.